Damit darf ich den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufen. Das ist Nr. 213, Gewährung von Bildungsurlaub unter Fortzahlung des Entgelts bzw. der Besoldung für die Beschäftigten und Auszubildenden der Landeshauptstadt Dresden. Und da liegt mir zunächst ein Änderungsantrag der FDP vor. Wird der eingebracht? Herr Professor Gebe, bitte schön. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema Bildungsurlaub finden wir prinzipiell sehr zu befürworten, aber wie auch schon im Ausschuss diskutiert, sehen wir ein Thema und dieses Thema, das wir gerne im Änderungsantrag hier vorbringen wollen, befasst sich damit, wie umfassend denn dieser Bildungsurlaub sein soll. Wir als FDP sehen es als gegeben an, hier eine Konkretisierung vorzunehmen. Wir sehen den Bildungsurlaub dann als erforderlich an, wenn es der dienstlichen Belangen gilt, also der beruflichen Fortbildung. Und wir möchten aber das Thema, was auch in dem Originalantrag drinsteht, dass man natürlich die Möglichkeit für die Angestellten schafft, auch sich trotzdem anderweitig weiterzubilden, möchten wir trotzdem beinhalten im Antrag, aber nicht in Form des Bildungsurlaubs, sondern wir möchten dazu Instrumente vorschlagen, dass eben da flexibel gewährte Arbeitszeiten, die Möglichkeit von Arbeitszeitausgleich im Sinne von Abgeltung von Überstunden genutzt werden, dass also Dinge, die nicht direkt der beruflichen Weiterbildung oder dem dienstlichen dienen, dass diese im Rahmen der normalen Bildungsurlaubszeiten nicht mit darunter fallen. Das ist Thema unseres Antrags und wir bitten um Zustimmung. So, wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt Fraktion Die Linke. Herr Engemeier. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträtinnen und Stadträte, liebe Gäste im Saal und im Stream. Wir haben heute eine gute Vorlage vorliegen, eine gute Vorlage, weil sie endlich für die Landeshauptstadt Dresden etwas im Thema Bildungsurlaub bewegen will. Wir wollen hier als Landeshauptstadt tatsächlich einen Schritt voran machen. Bisher gibt es das Instrument des Bildungsurlaubs bei uns nicht. Es wird blockiert auf Landesebene vom Freistaat. Viele Bundesländer, bis auf Sachsen und Bayern, sind da deutlich weiter, haben ein Bildungsurlaubsgesetz, sodass jeder Arbeitnehmer einen Anspruch darauf hat. Wir haben so einen Anspruch nicht. Wir können aber als Stadt durchaus freiwillig in unserem Ermessen Bildungsurlaub gewähren. Dass diese Vorlage das prinzipiell tut, begrüßen wir. Jetzt muss man allerdings sich auch angucken, wer streitet dafür und welche Argumente gibt es dafür im Raum? Welche Angebote gibt es in anderen Bundesländern? Wir wollen ja mit dem Bildungsurlaub eben auch etwas erreichen. Und da muss man eben sagen, dass die meisten Bundesländer dort 5 Tage Bildungsurlaub gewähren und nicht nur aus diesem Grund haben auch die sächsischen Gewerkschaften sich auf die Fahne geschrieben, 5 Tage Bildungsurlaub für Sachsen und 5 Tage Bildungsurlaub für Sachsen, das unterstützen auch wir als Partei Die Linke. Und deswegen möchte ich auch hier beantragen, dass unser Änderungsantrag, wie wir ihn im federführenden Ausschuss gestellt haben, zur Abstimmung gestellt wird. Das heißt, dass die Anzahl der Tage eben durch 5 ersetzt wird. Ich möchte zudem gesondert beantragen noch folgende Ergänzung. Als weiteren Punkt, unabhängig davon, was ansonsten mit dem Antrag passiert, zur Umsetzung soll eine Dienstvereinbarung zwischen Oberbürgermeister und Gesamtpersonalrat erreicht werden. Die Eigenbetriebe sind in die Regelung einzubeziehen. Denn wir wollen natürlich mit diesem Angebot des Bildungsurlaubs alle Angestellten der Landeshauptstadt erreichen und wir wollen sozusagen dann keine Unterscheidung, ja, vielleicht in dem einen Eigenbetrieb ist es so, im anderen nicht. In der Kernverwaltung haben die Mitarbeiter einen Anspruch, in der anderen nicht. Das wollen wir nicht. Wir wollen eine einheitliche Regelung der Stadt und das soll auch durch diese Ergänzung zum Ausdruck kommen. Ich gehe mal gleich auf den Antrag der FDP ein. Der verkennt ja den Status quo. Der Status quo ist in der Verwaltung, das wurde uns auch glaubhaft gemacht, dass eben jetzt schon für bestimmte Belange, die eben nicht der beruflichen Fortbildung dienen, eben auch mal Freistellungen ohne Lohnfortzahlung stattfinden. Das noch zu beantragen, den Status quo, der ja aber unzureichend ist bezüglich Bildungsurlaub, sozusagen mit dem Stadtratsbeschluss in Stein zu geißeln, das ist eben keine progressive Politik. Und wir wollen aber eine progressive Politik, wir wollen hier einen Schritt vorangehen.
eben für unsere Mitarbeiter in der Stadtverwaltung. Denn der Bildungsurlaub bringt eben auch für den beruflichen Werdegang große Vorteile, selbst wenn er keine beruflichen Fortbildungen beinhaltet. Er dient eben dazu, Soft Skills zu erlangen. Er dient eben auch dazu, über den Tellerrand zu schauen und neue Perspektiven sozusagen auch sich zu eröffnen. Manche Beschäftigte, das sieht man jetzt eben auch in anderen Bundesländern, nutzen das eben vielleicht auch, um Qualifikationen vielleicht sogar in einem anderen Berufsbild oder einem eng verwandten Berufsbild zu erwerben. Wir haben auch der Vorlage sehr wohlwollend entnommen, dass eben auch eine Freistellung zum Beispiel für Übungsleiterlehrgänge der im Sportehrenamt Engagierten vorgesehen sein soll. Auch das möchten wir unterstützen, und das unter Lohnfortzahlung zu machen, nimmt eben vielen Beschäftigten auch den Druck und die Abwägung, kann ich es mir leisten, jetzt diesen Bildungsurlaub anzutreten, den müssen sie ja auch noch selber bezahlen trotzdem, oder lasse ich es ausfallen. Wir haben ein wenig Bauchschmerzen, was die Evaluationsfristen angeht, dieses Antrages. Und so wie der Antrag auch im federführenden Ausschuss ist, wollen wir die Befristung dieser Maßnahme auch erstmal streichen. Man kann trotzdem eine Evaluation machen, dann kann der Stadtrat darüber befinden, aber wir müssen die Maßnahme nicht von vornherein befristen. Das stand auch in dem Antrag aus dem federführenden Ausschuss so drin. Auch das soll hier so zur Abstimmung stehen. Wir müssen uns da nichts vormachen, wenn die Evaluation zu diesem Zeitpunkt stattfindet, da wird vermutlich noch nicht wahnsinnig viel passiert sein, das müssen wir dann eben mit ins Auge fassen, wenn die Evaluation vorliegt, aber lassen Sie uns jetzt hier erstmal einen großen Schritt für den Bildungsurlaub der Beschäftigten der Landeshauptstadt tun, mit 5 Tagen Bildungsurlaub für alle Beschäftigten, egal ob in Eigenbetrieben oder Kernverwaltung. Dafür werbe ich, stimmen Sie dem zu. Danke. Als nächstes Bündnis 90 Die Grünen, Herr Schmählich. Sehr geehrter Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, ich will es kurz machen. Wir werden diesen Antrag natürlich unterstützen, den Antrag der FDP ablehnen, und das will ich ganz kurz begründen. Grundsätzlich möchte ich mal erwähnen, jeder nimmt den Begriff des lebenslangen Lernens in den Mund, aber immer dann, wenn es konkret wird, dann kneift man bisweilen, und deshalb ist es richtig, dass wir jetzt hier für die Beschäftigten der Landeshauptstadt Dresden eine Lösung auf den Weg bringen. Grundsätzlich bin ich immer der Auffassung, dass Bildungsurlaub, oder die grundsätzliche Frage ist immer, ist es nicht Aufgabe der Tarifvertragsparteien, solche Dinge zu vereinbaren? Oder ist es nicht primäre Aufgabe des Gesetzgebers, dies zu tun? Und wenn das aber nicht passiert, dann sind wir in der Situation, eben auch Sonderlösungen zu finden. Und aus dem Grunde ist die Initiative, die erstmal von der Verwaltung ausgegangen ist, mit den Ergänzungen, die jetzt eingebracht wurden, richtig, weil auch wir der Auffassung sind, dass wir den neuen Herausforderungen, die Stadt Landeshauptstadt Dresden hat, um attraktiver Arbeitgeber zu sein, aber auch die Herausforderungen, die die Arbeitnehmer und Beschäftigten der Landeshauptstadt haben, sinnvollerweise auch mit solchen Angeboten zu ergänzen sind. Und deshalb werden wir auch dem Änderungsantrag der FDP, der einerseits, das hat der Engelmeier ja schon gesagt, insoweit überflüssig ist, weil er ja auch schon die Praxis, die gegenwärtig da ist, einfach nochmal aufgreift, ablehnen, und andererseits auch einen Bildungsbegriff versucht zu definieren, der eigentlich letztendlich nur darauf spezialisiert ist, verwertbare Bildung, also auch im Beruf verwertbare Bildung entsprechend zu fördern. Das ist ein zu enger Bildungsbegriff, dem schließen wir uns nicht an, und deshalb bitten wir darum, dem Antrag mit den entsprechenden Änderungsanträgen, die vorliegen, zuzustimmen. Vielen Dank. Wir machen weiter mit der SPD-Fraktion. Herr Triefs. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch die SPD-Fraktion begrüßt die Vorlage sehr. Wir freuen uns, dass die Landeshauptstadt und die Stadtverwaltung da jetzt eine Initiative ergriffen hat in diese Richtung. Eigentlich gehört ja Bildungsurlaub inzwischen zum bundesweiten Standard dazu. Nur Sachsen hinkt da leider ein bisschen hinterher. Und ich sage mal so, in der CDU-SPD-Landesregierung ist es nicht die SPD, die verhindert, dass es einen sächsischen Bildungsurlaub gibt. Aber damit, mit dieser Situation müssen wir jetzt am Ende erstmal umgehen. Und deswegen gehen wir hier diesen Umweg, wenigstens für die Beschäftigten der Dresdner Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe, diesen Bildungsurlaub einzuführen.
führen und das völlig richtigerweise. Ich glaube, bundesweit sind inzwischen auch genügend Erfahrungen gesammelt worden mit diesem Modell, wo es normalerweise eben auch tatsächlich 5 Tage Bildungsurlaub gibt, dass auch aus unserer Sicht der Antrag, den Herr Engemeyer eingebracht hat, die Anzahl der Tage auf 5 zu erhöhen und die Befristung rauszustreichen aus der Verwaltungsvorlage, inhaltlich durchaus gerechtfertigt ist. Ich glaube, dass die Erfahrungen aus anderen Bundesländern dort ausreichen, um auch hier heute an der Stelle zu sagen, dass das eine sinnvolle Variante auch für Dresden ist. Nichtsdestotrotz möchte ich gern für den Fall, dass der Antrag gerade zur Entfristung des Bildungsurlaubs nicht durchkommt, hilfsweise einen Antrag stellen, dass wir die Frist zumindest um 1 Jahr verlängern. Wir haben die Vorlage jetzt schon so lange geschoben, die Erprobungsfrist, die in der Vorlage drinsteht, ist dadurch immer kürzer geworden. Das heißt, wenn wir uns hier mehrheitlich nicht dafür entschließen, den Bildungsurlaub gänzlich zu entfristen, dann würden wir gern beantragen, dass die Frist zumindest auf den 31.12.2021 beziehungsweise, was die Evaluation angeht, auf den 30.04.2021 verlängert wird, damit wir hier wirklich ein sinnvolles Zeitfenster bekommen, in dem wir den Bildungsurlaub einführen können für die Beschäftigten der Landeshauptstadt Dresden. Und ansonsten zum FDP-Antrag haben Herr Engemeyer und Herr Schmählich alles Relevante gesagt, auch den wird die SPD-Fraktion ablehnen. Aber ich freue mich, wenn wir heute gemeinsam möglichst mit breiter Mehrheit den Schritt gehen, auch für die Beschäftigten der Dresdner Stadtverwaltung den Bildungsurlaub zu schaffen. Zum Stichtag, was hat Sie gesagt? Stichtag 1 Jahr länger, also jeder bis 21 statt bis 20. In Punkt 2. Wird Professor Gebel nochmal das Wort gewünscht? Bitte schön. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch mal kurz von meiner Seite. Einiges ist ja auch schon gesagt worden bei dem Einbringen des Änderungsantrages. Nach wie vor noch mal, wir sehen doch eine Trennung zwischen dienstlichen Belangen. Sie müssen bedenken, die Angestellten der Stadtverwaltung sind ja auch vom Steuerzahler bezahlt. Warum soll der Steuerzahler jetzt dann Geld bezahlen, wenn dort Weiterbildung im Sinne von Hobbys erfolgt? Und da sehe ich eben durchaus auch Tätigkeiten, die im Sportbereich Übungsleiter sind. Wir befürworten das ausdrücklich, dass wir Übungsleiter haben, dass sie auch die Möglichkeit haben, als Übungsleiter zu arbeiten. Aber das ist Freizeit. Das sollten sie in ihrer Freizeit machen. Dafür sollte die Möglichkeit bestehen, freigestellt zu werden. Dass das durchaus heute schon gängig ist, ist natürlich uns klar. Wir haben es im Antrag nur reingeschrieben, weil wir natürlich im Änderungsantrag auch zeigen wollen, dass wir trotzdem diese Möglichkeit stellen. Und wir haben bewusst auch reingeschrieben, politische Bildung. Sie haben jetzt, im jetzigen Antrag steht drin, dass politische Bildung durch Bildungsurlaub mit abgedeckt werden kann. Na, das finden wir ganz toll. Also was Sie hier machen, von der linken Seite, linksgrüne Seite, das ist Sozialismus mit Westgeld. Und das werden wir als FDP nicht mitmachen. So, wird AfD das Wort gewünscht? Nicht der Fall. Bürgerfraktion das Wort gewünscht? Nicht der Fall. CDU, Herr Dr. Brauns. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, es ist schon interessant zu sehen, dass wir eine Vorlage des Bürgermeisters, Herrn Dr. Lames, bekanntlich SPD-Mitglied und früher SPD-Fraktionsvorsitzender gehabt haben, der eine, wie wir finden, sehr gute Vorlage eingebracht hat. Wir werden die Ursprungsvorlage, so wie sie ist, unterstützen. Das ist wohl abgewogen, das ist innerhalb der Stadtverwaltung abgestimmt. Also diese 2 Tage Bildungsurlaub, den es gibt, wir halten das, was die FDP-Fraktion dort jetzt vorgeschlagen hat, im Vergleich zu dem. Das kann man von der grundsätzlichen Intention her teilen, aber da, denke ich, muss man schon auch darauf achten, was in den anderen Bundesländern wirklich Standard ist. Wir führen es jetzt neu ein, deswegen klar, unsere Haltung ist klar. Wir wollen gerne die Ursprungsvorlage, so wie sie von Herrn Dr. Lames, ich betone nochmal, SPD-Fraktion eingebracht worden ist. Das ist gut, das machen wir. Wir wollen weder dem FDP-Antrag zustimmen, noch dem Antrag der Linken, das jetzt einfach auf 5 Tage, könnt ihr auch sagen 10, ist ja vielleicht auch ganz gut, aber das wollen wir nicht, sondern hier dem folgen, was die Stadtverwaltung vorgeschlagen hat. Vielen Dank. So, damit wäre die Fraktionsrunde durch. Gibt es weitere Wortmeldungen?
Ist nicht der Fall, kommen wir zur Abstimmung. Ich würde die Reihenfolge wie folgt wählen. Zunächst den Änderungs- oder Ergänzungsantrag der FDP, dann den der Linke und dann der SPD. Das würde ich dann nochmal kurz erläutern, was das jeweils heißt. Der FDP-Änderungsantrag liegt Ihnen vor. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. 3, 5, 6, 8, 9. Gegenstimmen? Ist die überwiegende Mehrheit damit abgelehnt. Damit kommen wir zu dem Antrag Fraktion Die Linke. Sie hat beantragt, im Punkt 1 aus 2 5 Tage zu machen, im Punkt 2 die Endzeitregelung zu streichen und im Punkt 3 dann eine Dienstvereinbarung mit dem Gesamtpersonalrat zu schließen und die Eigenbetriebe einzubeziehen. Wer diesem Änderungsantrag folgen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Eine. 34 Ja-Stimmen, 35 Nein-Stimmen, eine Enthaltung, damit abgelehnt. Damit durch die Ablehnung kommt dann der SPD-Antrag zur Geltung, der vorsieht im Punkt 2 jeweils die Laufzeiten um ein Jahr zu verlängern. Also steht dann statt 31. Dezember 2020 steht 21 und der Stichtag auch 30. April statt 2020 2021. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Das ist die überwältigende Mehrheit, wer damit so angenommen. Wir kommen damit zur Schlussabstimmung in den so leicht modifizierten federführenden Ausschussbericht. Wer folgen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. Neunundfünfzig Ja-Stimmen, acht Nein-Stimmen, keine Enthaltung, damit so angenommen.